Und damit wünsche ich euch heute einen angenehmen und extravaganten Start in dieses wundervolle und extravagante neue... Hey Ella, wie alt bist du denn? Yo, Olli. Yo, Olli ist wirklich eine Person. King Olli, Young Alpha, Alpha Bro, keine Ahnung, Digga. Der Typ hat 30 Namen. Das Einzige wirklich, was bei dem richtig cool ist, ist seine Musik. Alter, Bro, was ist das für eine Scheiße, Digga? Wisst ihr, ihr müsst verstehen, auf Spotify kann man ja so Canvas hochladen, so mäßig Leinwand auf jeden Fall. Wenn man einen Song hört, dann läuft im Hintergrund so ein Video. Bruder, was ist sein Video, bitte? www.scout69.com. Das kenne ich nur von anderen Seiten. Arbeiten, essen, schlafen, spritzen. Geiles Lied. Naja, Young Alpha King Olli oder wie auch immer muss ja irgendwas machen, um seine Musik zu promoten. Er hat jetzt irgendwie, glaube ich, einen neuen Song oder sowas hochgeladen oder ist gerade am Producen. Ich habe keine Ahnung, aber, naja, wie soll ich sagen, um seine Songs zu promoten, macht er sowas hier auf TikTok. Bruder, wie kann denn die hintere so ernst bleiben? Die in der Mitte, die zerreißt komplett. Der versteht wahrscheinlich gar nicht, was der in diesem Song überhaupt singt, findet's aber trotzdem scheiße. Es lädt gerade, es muss noch laden, nochmal von vorne, würde ich sagen. 70 Tatverdächtige in 14 Bundesländern. Als ob das nicht mehr für den selber unangenehm ist. Was ist denn das? Okay, alle liken. Ja. Woher hat er die her, Digga? Woher hat er die her? Macht er so Import, Export, illegale Sachen? Ich frag mich wirklich, wo hat er die her? Wie findet man solche Frauen? Oder die lacht ihn einfach aus. Imagine, Digga, buchst du extra so eine Frau, dass die herkommt, mit dir ein bisschen tanzt, du gibst ihr Geld und die lacht dich halt aus, weil deine Songs halt einfach dermaßen beschissen sind. Verstehe ich gar nicht, Digga. Also ich finde die eigentlich ganz geil. Arbeiten, essen. Jetzt gibt's einen Gute-Nacht-Kuss. Yo, Olli versucht die beiden Mädchen zu küssen und es wird wieder richtig unangenehm. Wie kann denn die Rechte immer bei allem mitmachen, Digga? Die tanzt, die macht mit. Ich glaube, ihr Stundenlohn ist ziemlich hoch. Während die Linke... Ciao, Leute! Bis dann, folgt alle der Mascha, sie geht morgen wieder live. Sie geht morgen wieder live, Bruder, du gehst live mit ihrem Account. Die weiß ja nicht mal, was TikTok ist. Alpha Family auf die 1, Mascha und Lisa. Ich will gar nicht wissen, wie dieses Gespräch nach diesem Livestream abging. Die bestimmt so auf Englisch so, yo, Olli, do you want to stay at the night? Und sie sagt einfach nur, da hat sie bis, blätter, Alter, du voll Baran. Ja, und andere TikTok-Livestreams sind halt auch nicht besser. Sam, aka diejenige, die Max Pohr einfach nur nachmacht und versucht, sich eine Glatze bei 500 Zuschauern zu rasieren, aber währenddessen 5000 Zuschauer hat, bla bla bla, ihr kennt das ganze Prozedere, macht eine Schlafroutine. Geht's dir gut? Also ich kenne einen ganz guten Psychiater, da kannst du gerne mal anrufen, ich kann dir gerne auch einen Termin ausmachen. Da muss ich persönlich immer hin, wenn ich diese Videos hier sehe. Red, oh wet. Touch to my head. Krasse Schlafroutine, also bei anderen Influencern, TikTokern ist die Schlafroutine, sich irgendwelche Masken, irgendwelche Creme ins Gesicht zu klatschen, bei ihr komplett abzuspacken und durchzudrehen. Die armen Eltern, die schlafen einfach nebendran, wollen in Ruhe schlafen, hören einfach nur so die ganze Zeit von nebenan. Ich hab das gerade gehört. Ja, Bro, dein Vater ist ausgerastet, Alter, und versohlt dir gleich den Arsch, wenn du nicht schlafe, Gosh. Dinge, die beim Rambazamba normal sind. Ganz kurz, wieso AOK, die Gesundheitskasse, Anzeige? Warum ist das eine Werbung? Don't wanna wake for tomorrow, don't wanna make the... Fragen, ob man nachher noch eine Runde Warzone mit den Jungs darf. Yeah, lachen und reden, Vivi für... Bro, das ist doch eine Werbung für AOK. AOK ist doch so Gesundheitskasse, so wenn du so Schmerzen hast, gehst zum Arzt, die zahlen. Vivi 14? Ja, aber mit mir will niemand kooperieren, weil ich nicht werbefreundlich bin. Alles klar, Digga, aber Vivi 14, das darf man. Alles klar, nee, finde ich cool. Passt, alles gut, ne? Bei Punkt 1 war ich eigentlich schon raus, aber der Rest hat dann doch noch gepasst. Can someone please explain to me why your baby always knows when you were home? Also für die Leute, die kein Englisch verstehen, kann jemand mal erklären, warum das Baby weiß, dass wir zu Hause angekommen sind.
Ist das eine ernst gemeinte Frage? Da hat auch wirklich jemand in den Kommentaren geschrieben, Babys erkennen es an dem Magnetfeld, weil das Haus hat ein Magnetfeld und Babys erkennen es. Bruder, dieses Baby wird in den letzten 3 Metern komplett durchgerüttelt. Digga, da hinten noch ein halbes Erdbeben. Das Ding kriegt komplett aufs Maul. Ja, ich weiß auch nicht, warum die das erkennt. Keine Ahnung, bestimmt wegen Magnetfeld, oder? Alles klar. Naja, das war's auf jeden Fall wieder mit dem extravaganten Video. Ich wünsche euch heute noch einen angenehmen Friday, Saturday oder auch.